Und jetzt, meine teure Freund, ein paar Wörter in Jiddisch. Ich weiß, Rabbi Sai, jetzt sich nebach gut angehovet, und ihr seid noch nicht fertig, bis wir da reinführen, dem Jontiv, und jetzt wird er rausführen, dem Chometz. Aber das ist eine Sache, wir sind schon gewöhnt dazu. Und das macht dem Leben reicher. Und das macht dem Enthusiasm von dem Jontiv eine Sache mehr meaningful, wie man sagt auf Englisch. Das heißt, dort mehr in sich a Gefühl und es riert auch mehr in der Herz, in der Schamme von jedem Jiden. Aber ihr wisst, wir zersetzen zum Seder und wir sagen mir zu Hashem, dem Hola, lach mal an, das ist der Orme Bräut, was unsere Eltern haben gegessen in der Langen von Mitzrayim. Und dann noch einmal wir sagen, als der, was ist hungrig, soll kommen in Essen. Na, wir müssen davon verstehen, was hat das zu tun? Wie bald haben wir gegessen, Orme Bräut in Mitzrayim? Ist der Vater, der, was ist hungrig, soll heimkommen in Essen, was hat zu tun, denn miteinander? Nur man erzählt, dass er mal gewinnt, ein König, was er hat gehabt, ein Palaz. Hat er aufgeöffnet dem Palaz, an Menschen sollen können da reinkommen, Menschen sollen können besuchen, Menschen, was vorher durch sollen können kommen und bewundern dem wunderbaren Platz, dem größten Palaz. Einmal ist gekommen einer, was gewinnt er durch vorher. Und er ist reingekommen, ist es ihm gefallen, er hat nicht gewollt auch rausgehen. Zugekommen der König zu nehmen und er hat ihm gefragt, von was etwas gehst du nicht da raus? Hat er gesagt, weil es ihm gefällt ihm. Der Platz ist sehr schön und er hat es sehr lieb. Hat ihm der König geimpft, das Wissen sein. Und das ist mehr nicht wie ein Ort vergesst. Das ist nur ein Ort wie ein Gast kann kommen und dann noch, der muss er verlassen. Und das soll Wissen sein, sagt er, dein Seide da gewinnt ein Gast, dein Tate da gewinnt ein Gast. Und du weißt, du und dein Sohn und dein Mischbocher wollen euch sein mehr nicht wie Gast. Memele, wir dürfen gedenken, Bescheid mit Setzer zum Seidertisch. Und Bescheid mit Gitakuk, glaubt der Rebischter, der Gold mit der silbernen Kelim. Und wir sehen können hören, wie jeder Rede scheint und strahlt und die Schrinne ruht auf jeden einzigen. Und wir sehen, dass es existiert in der Häuser, als am in reiche Atmosphäre, als am in heiligen Gefühl von dem Jontif. Und wir sehen, dass er weg, mit Gitzer betracht, ach, sich ein Cherus, es ist eine Freiheit, ich bin heinte, heinte, Satog. Wenn ich freisig mit meiner Freiheit, kommt er gegen den Baal HaGodo und er sagt ihm, er sagt, hey, mein Kind, hab nicht, lauf nicht, holach ma anja, das ist der Stickel auch überbrüht, dass du wissen sein, dass du gegessen dein Tate, ich wisch, als er es gewinnt, in dein Seide, wenn er es gewinnt, in Mitzrayim. Und du sollst wissen sein, dass du gegessen dein Tate und dein Seide, und du euch dasselbe gesagt, sollst wissen sein, du bist mehr nicht wie ein Gast auf der Weil. Mir meile, wie bald du bist mehr nicht wie ein Gast auf der Weil, sollst auch noch sich zuchappen, da alles, was du siehst, du meinst, dass das schön deins und das ist das schön um auf ewig. Du sollst gewissen sein, aber da pfeffen in die Tiere und kol dich von Jesu wie Echel. Auch Tome Semme zu hungrig, soll er kommen essen. Und du sollst wissen sein, Tome darf machen im Korben Pesach, soll er reinkommen zu dir und sein bei dir ein Gast. Weil du allein bist euch der Gast auf die Welt. Keiner bleibt doch nicht auf ewig. Und Kohlsmann, wir kennen auch etwas von jenem. Darf man sein zu tun, dass man soll sich nicht einreden. Aber ich in den ganzen, was in den ganzen verhappte Macht. Und wir reagieren, wir sagen, wir wollen tun das, was wir wollen. Und schaut auf dem Firmen raus. Drei Jahre sind wir noch Knecht. Wir sind, was heißt, wir sind Knecht? Wir sind Sklaven. Wir sind Sklaven zu dem Dollar, wir sind Sklaven zu unserer Arbeit, wir sind Sklaven zu unserer Teivis, wir sind Sklaven zu die Unionen, was leider, vernehmen sie dem Kopf und unser Körper und den ganzen Arum unseren. Aber das schöne Haborbene, ich höre bei Jo, hoffen wir zu sein frei. Das heißt, bei Jo, hoffen wir, wir werden sich abschockeln. Von die alle Unionen, welche versklaven uns. Es sind auf verschiedene Wegen, wie ein Mensch gewähren, Cholide, welche es versklaven. Und er darf sein vorsichtig und sehen, das soll ihm nicht vernehmen, Chas von Chalile, und er soll erst da reinfallen, in jene Paske. Und das ist der ganze Ringe, was er der Dionte von Pesach lernt uns. Es ist Tag als Manche Rosenu, es ist Tag als Zeit von Freiheit, aber zu derselbigen Zeit, Tormen ist vergessen auf einen Moment, aber wir sind mehr nicht da wie Gäste auf die Welt. Und Kohlsmann, wir sind ein Gäst, darf mir sein, euch zu nutzen, die Gelegenheit, darf mir sein, also jede Minute, was man lebt auf die Welt, soll man sein, etwas aufzutun. Aufzutun mit sich und aufzutun mit der Zweiten. Und hereinzubringen Leben und Zufriedenheit
zu jedem Einzigen und sie sind zu der Freunde herzlich, von jung und alt. Und also, meine teure Freunde, bringen wir zu Schluss dem heutigen Programm. Und ich hoffe, der Rebischte wird euch allen Menschen mit der koscheren und erfreulichen Jontif.